Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung 5 Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Richtige Antworten, das macht 9 Punkte, insgesamt 20, seid ihr das erste Mal im Finale. Kopfhörer auf, Mäuschen still, keine Gesten und Geräusche für dich, fürs Publikum. Ein Begriff bleibt übrig, Vorsicht, dieser Begriff heißt Angel. 40 Sekunden Zeit, ruckzuck. Damit fängst du Fische, die, Netz, Angel. Ja, das zweite, Angel. Ja, ja. Einer richtig. Einen Karpfen bekommen. Fischen, fangen, Weihnachten. Womit? Angel, Netz. Das erste. Angel. Zweimal richtig. Der alte Mann und das... Meer. Was Roman. Benutzt der? Netz. Anders. Schiff. Nein. Angel. Ja. Ja! Mit 20 Punkten seid ihr im Finale. Es liegt gleich um 4.800 Mark. Leider muss man sich trennen. Er ist allen ein Geschenk worden. Für Spannung sorgt ab sofort dieses Spiel. Witzige Unterhaltung mit dem Namen Ruckzuck aus dem Hause Mattel. Ihr wart prima. 4.800 Mark immerhin gewonnen. Caro, aber auch einer verloren, muss ich verabschieden. Vereinigung. Tschüss. Männer, Gott, ab ins Raumschiff, ab ins Finale. Auch jetzt haben Sie die Chance, 4.800 Mark zu gewinnen. Ob, sehen wir gleich. Wir fliegen ins Finale mit dem Raumschiff Enterprise und Werner. Jawohl, wir haben prominenten Besuch. Captain Kirk alias Peter ist dabei. Hat ja gleich hingehauen beim ersten Mal. Boah, gleich ins Finale gekommen. Und jetzt gleich die Chance, 4.800 Mark zu gewinnen. Und es klingt schön, es kann aber auch wahr werden, wenn man 6-mal bei Ruckzuck im Finale steht und gewinnt, kassiert man 100.000 Mark. Ruckzuck, hier die Kopfhörer aufsetzen. Als Raumschiff. Leute, müsst ihr ja damit umgehen können. So, 2 waren richtig, 200 Mark dazu. Das sind 700 Mark. So, jetzt pass auf. Diese 700 Mark nimmt euch aber keiner mehr weg. Da könnt ihr 1 Liter Sprit kaufen für euer Raumschiff. Mehr nicht. Wir werden den Betrag vervierfachen. Ihr habt also jetzt die Chance, 2.800 Mark zu gewinnen. Müsst aber alle 4 Wörter nennen. Sonst nicht. Also, im Raumschiff 1 Meter hüpfen oder ins All. Kopfhörer auf. Mal sehen. Ja, ich muss ja ein bisschen locken, die Raumschiffsbesatzung. Spreche ich noch diese Sprache? Und was hast du jetzt? Ah. Bäckerei. In der Bäckerei gibt es Brot. Brot. Brötchen. Brötchen. Kuchen. Kuchen. Und noch eine leckere Torte. Gibt es eine Bäckerei, Schiedsrichter, ne? Nur eine? Torten. Ja. Besser ist. Brot, Brötchen, Kuchen, Torten. Ja. Gut, muss genauso kommen. Brot, Brötchen, Kuchen, Torten. Musik aus! Ruckzuck die Kopfhörer ab und nach vorne. Es geht um 2.800 Mark. Es müssen alle 4 Wörter genauso genannt werden, wie es gesagt wird. Ohne Wenn und Aber. Jeder hat nur 5 Sekunden Zeit. Euer Begriff heißt nun Bäckerei. 20 Sekunden insgesamt Zeit. Ruckzuck. Brot, Brote, Brötchen, Kuchen, Torten, Torte. War schon alles? Konnte nicht so schnell das mitkriegen. War schon. So, bleibt sitzen, kommt zu mir. 2.800 Mark haben wir beim ersten Mal gewonnen. Hier sehen Sie wieder diese Raumschiffsbesatzung. Ich steige mit ein. Tschüss, Servus, bis morgen. Ich bin der Sven und ich tue es dienstags und freitags. Ich bin der Thomas und ich mache es fast jeden Tag. Ich bin Delle und ich tue es im Moment seltener. Ich bin Peter und ich habe es früher oft gemacht.
Ich bin der Olaf und ich spiele auch gern Tischtennis. Und es war die Malipons. Ich wusste, die sind ja ganz brav eigentlich. Wer schon so ein schönes Spielzeug hat wie ein Raumschiff. Der findet auch andere Spielzeuge, genau. Ja. Ich hab dir was mitgebracht. Was hast du mir mitgebracht? Du hast vielleicht schon unsere schicken Nadeln hier gesehen, ne? Ja. Und weil wir dachten, du kennst dich mit dem Raumschiff eigentlich überhaupt nicht aus, haben wir mitgekriegt, ne? Ja. Vielleicht willst du mal mitfliegen und das ist deine Eintrittskarte, okay? Das ist meine Eintrittskarte. Ja. Dann werde ich auf den Mond geschickt, oder wie? Wo du hin willst. Ich mach es nicht anders, geht zu kompliziert. Nee, das können wir demnächst machen. Sieht aber ganz gut aus. Ach ja, man sieht's. Sieh mal meine dreckigen Fingernägel. Nee, es geht. Gut. Dankeschön. Ja, unser Regisseur ist auch zack, zack. Hat das gleich die Nadel gezeigt, meine Eintrittskarte. Kann er mich auf den Mond schießen? Ganz schnell, drei richtige Antworten, seid ihr im Finale. Sonst nicht. Kopf hier rauf. Beta wird spannend, ohne Gesten und Geräusche, heißt dein Begriff nun Wurzel. 40 Sekunden Zeit. Psst, nichts vorflüstern. Ruck, zuck. Unter der Erde ist die tiefe Teil der Pflanze. Wurzel. Ja. Einmal richtig. Die Punkt-Punkt aus 9 ist 3. Wurzel. Schön laut aber, zweimal richtig. Die Schwarz-Punkt-Punkt. Klinik. Wald. Tod. Karotte. Morübe. Schwarz. Tief. Wurzel. Ja. 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 So. Auf einmal mit 18 Punkten ins Finale. Schwingleich um 4.800 Mark. Ein Begriff bleibt übrig, Thomas. Dieser Begriff heißt nun, Vorsicht, man kann auch Gesten machen, ohne es mit den Händen zu machen. Denn dieser Begriff heißt nun Zunge. 40 Sekunden Zeit, ich gucke genau hin. Ruck, zuck. Geschmack auf der Zunge. Ein Punkt. Damit leckst du Zunge? Ja. Zwei Punkte. Bitte auf der Zunge. Ja. Drei Punkte. Punkt, Punkt, Ragout. Fleisch, Rind. Und dann in der Fresse. Heiß. In Käse. In der Fresse, Punkt, Punkt, Ragout. Zunge. Ja! 1, 2, 3, 4 Punkte, 8 Punkte. Nach 2 Runden 6 Punkte, Herausforderinnen und 8 die Champions. Thank you.